Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und ja, auch heute dabei eine gute alte Tomate. Hallo Tom. Hallo Arti, und was haust du uns heute in die Pfanne? Irgendwas von Reporter und ich bin Ja, Ü80, ich gehe noch auf gut. Partys und alles ist toll. Richtig, richtig. Wir hatten nämlich ge uns gedacht, nachdem wir letztes Mal geguckt haben, mehr so politische Themen, wo es um die böse AfD ging und so, haben wir jetzt Bock mal wieder gehabt auf was richtig schön Degeneriertes, was Lustiges zum Lachen. Genau, und jetzt schauen wir, ich feiere auf Kinky-Partys mit meiner Oma Hella von Reporter, wie Der immer, Titel, oder? von eurem und unserem Steuergeld, also GZ-Geld, bezahlt. Gut, GZ ist ja nicht mal eine Steuer, was dann noch schlimmer ist, weil das Es heißt, die ist ist für jeden sinngemäß eine gleich hoch. Steuer, ja. Naja, eine Steuer würde sich ja wenigstens nach deinem Einkommen richten, weißt du? Das ist mein Problem daran. Das ist ja wirklich wie ein Abonnement, was du abgeschlossen hast. Also wenn es eine Ja, Steuer wäre, dann stimmt, würde es stimmt. heißen, dass jemand, der gar kein Geld hat oder wenig Geld, dass er wenigstens weniger bezahlt. Aber jeder arme BAföG-Student, na gut, ich weiß nicht, die kriegen das gut erlassen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Jeder noch Ja, so arme ja, Typ muss diese scheiß 18,36 € entrichten. ja. Ja. Und die ganze Zeit im Hintergrund wird das Lied laufen: Forever Young, da, 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 Forever Young. Weiter wegen der Oma jetzt. Okay, ja, Ja. komm, wir gehen direkt rein. Ab geht's. Gib uns die Oma. Moment, so. Ich versuche heute mit Oma ins Bergheim zu gehen. Hella ist allerdings nicht meine Oma, sondern Kiras. Wir wussten ja auch nicht, dass wir auf eine Swingerparty gehen. Ich kann mir das mit meiner Oma tatsächlich gar nicht vorstellen. Ich bin ehrlich gesagt schon froh, wenn ich es schaffe, sie ab und zu mal anzurufen oder wir auch mal zusammen den Kaffee trinken gehen. Aber eine wilde Party. Jetzt mal ehrlich. Also ich weiß, es ist mies, aber wie alt schätzt du die und wie alt sieht die für dich aus? Also ich Mitte hätte sie auf Anfang 30, 20. Anfang 40. Also so sieht sie aus, oder? Aber ich schätze sie auf Anfang 20. Ernsthaft? Also Moment. Jetzt hatte ich schon mega mit der Fresse und du schätzt sie Anfang 20? Okay. Nee, ich meine, ich denke, die ist Anfang 20, sieht aber so aus wie weit über 30. Also ich denke, die ist weit über 30. Ich Ja? bin gespannt. Hast du sie mal gegoogelt oder was? Ich google die mal schnell. Also, ich weiß halt nicht, wenn die so viel Feier geht. Anna Van Dorn, ist es die vielleicht? Ich guck mal hier Instagram. Na, 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 Ich meine, die hat schon ein paar Fältchen, also mit Anfang 20 so viele Falten wäre schon seltsam. warte mal, ist es die? Ich glaube, das ist die. Anna Van Dorn, ja, das ist die. Das ist die doch, ja, Ist warte. bestimmt so Jahrgang 85 oder sowas. Also auf den Instagram-Bildern, die sind ja schön retuschiert und alles, das sieht so richtig jung aus. Also, ja gut, Die die hat hat halt noch ihr Leid. keinen Wikipedia-Artikel, was da los? Ja, stimmt, ich kann ja, warte mal, jetzt wo ich den vollen Namen habe, kann ich einfach mal Anna von Dorn, Journalistin. Gut, jetzt geht's hier so krass, wir sind ein paar Sekunden drin und labern schon so übers Alter. Tut uns leid, aber Stalking wir sind heute bei hier. einer Spaßfolge, Leute, wir sind heute bei einer Spaßfolge. Also, wenn euch das zu doof ist, dann. Schaut unsere eher politischen Formate. Gut, ich finde es jetzt nicht scheiße, aber okay, weiter geht's. Na ja, gut, warte mal, warte mal. Ich wollte ja irgendwo einen Punkt machen. Ich wollte ja irgendwo einen Punkt machen, dass hier so ums Thema hartes Feiern geht. Und ich bin der Meinung, halt, Leute, die das sehr exzessiv betreiben, dass man das denen auch irgendwo ansieht, dass die halt Ah, dass älter sie sich aussehen, als sie überleben, eigentlich sind. sozusagen. Genau, Ja. genau. Ich finde vor allem bei Rauchern sieht man das. Also wenn man viel trinkt und dann dazu noch raucht, dann. Das sehen die häufig mit Ende 20 schon so wie Ende 30 aus. Gerne mal. Ich finde, bei Rauchern merkt man es halt echt an der Stimme tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Auch bei Frauen gerade. Ich meine, die eigene schöne helle Stimme haben oftmals. Ja, Bei Männern kann unbedingt. das sogar ein Upgrade sein tatsächlich. Ja, naja. Ja. Okay, Oder weiter. wie auch mal zusammen den Kaffee rufen oder wie auch mal zusammen den Kaffee trinken gehen. Aber eine wilde Partynacht? No way. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, ob wir es heute ins Bergheim schaffen. Gibt's hier eine Oma? Wieso passt dir das denn nicht, so genannt zu werden? Ach, weil die immer alle irgendwo, weiß ich nicht, das erinnert mich an meine Omas zu Hause. Doch die eine mütterlicherseits, die war sehr witzig, die ging auch immer zu Partys, aber die andere war so eine Dame. Kira, wie sprichst du Hella dann an? Hella. Ach so, einfach Hella. Also du sagst gar nicht, also Oma, Großmutter. Oder du? Ja, aber Oder das. du? Lange weiß nicht mal Kira, wie alt Hella genau ist. Ich merke sofort, für die Beziehung der beiden spielt das aber auch keine Rolle. Als Kira circa 15 Jahre alt ist, nimmt Hella sie das erste Mal mit ins Berliner Nachtleben. Deine Oma nimmt dich mit ins Berliner Nacht. Ach. Ein bisschen ist es komisch, aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite finde ich es irgendwie cool.
Also, nee. Da setze ich mich jetzt vielleicht ein bisschen in die Nesseln, aber ich meine, so, also, na, schwierig, schwierig. Also, ich bin mal gespannt, wie das noch so ein bisschen hier ausgeht, wie das noch so detailliert wird, aber an sich finde ich es ja eigentlich gut, wenn man jetzt als älterer Mensch trotzdem noch witzige Sachen macht. Also, dass man halt nicht nur den ganzen Tag zu Hause hockt und das Leben so an sich vorbeiziehen lässt vom Fernseher. Das finde ich gut. Ja, die Frage stimmt, ist halt, ob du darüber hinaus natürlich solltest du einen Lebensinhalt haben, gerade als älterer Mensch, dass du vielleicht Enkel hast oder hast dir schon was aufgebaut, hast du nicht gesehen. Aber du machst ja doch hier irgendwie was vor, dass du immer noch 20 bist und so. Also, ich weiß nicht. Schwierig, schwierig. Sehe ich tatsächlich nicht so. Also, ich meine, du kannst dir ja sehr bewusst sein, dass du älter bist, aber trotzdem noch Spaß haben. Ich meine, nur weil du älter bist, es verbietet ja keiner, Spaß zu haben. Also, ja. Da. Weiß nicht, ich finde das irgendwie cool. Also ganz ehrlich, ich könnte mir das wahrscheinlich vielleicht für mich auch schon noch vorstellen. Mhm, okay. Hatet mich gerne in die Kommentare, schreibt, wie ihr das seht, ob ihr das komisch findet oder nicht. Also ich weiß nicht, ich habe da eher Respekt vor, muss ich sagen, vor älteren Leuten, die noch irgendwo in den Club gehen oder so. Das finde ich immer cool. Ja, also ich würde widersprechen. Also so alles hat seine Zeit. Mhm. Und irgendwann wird es halt knirsch. Also okay. Ja, na, mal schauen. Mal schauen. Wenn man jung ist, dann macht man sich ja Gedanken. Wir waren so, ey, wir kommen da in die rein und mit der Hella, ja, wie die rumläuft, auf keinen Fall. Und ich weiß, wir waren einfach nicht selbstbewusst genug, glaube ich. Wir sind da durch und Hella war so, ja klar, die kommen jetzt. Und wir standen da und so. Und da sind wir tatsächlich nicht reingekommen damals. Ah, okay. Aber seitdem waren wir angestochen. Heute. Ja, das ist auch so ein Berliner Ding, ne? Dass man irgendwo nicht reingelassen wird ins Berghain. Also. Da ist doch der Lidl-Club schlechthin, ne? Ja. Da geht es dann wahrscheinlich wirklich so nach dem Aussehen und wie du drauf bist. Also ich kenne es tatsächlich eher so, da wo ich unterwegs bin, da kommst du halt nicht rein, weil du halt besoffen bist oder weil du schon nach Stunk aussiehst, namentlich. Also ich kenne es tatsächlich nicht, dass du als Frau nirgendwo reinkommst. Ja, als eben. Mann kenne ich schon, wie du schon sagtest, aber als Frau bist du doch immer irgendwo reingebunden. Ja, das stimmt, aber vielleicht... Berliner Standards hier. Wenn du zu alt bist. Ja, die liegen höher. Ja, die Berliner Standards, also ausnahmsweise liegen die höher. Aber eher heller mit auf Partys. Im Berghain war sie bis jetzt noch nicht mit ihrer Oma. Das Outfit muss da natürlich on point sein. Ich habe aber noch eine andere Hose, die ist aber komplett durchsichtig, Leute. Hey, aber die ist ja... Ich mache mich jetzt mal unbedingt, aber was sagst du zu dieser Wohnung bisher? Oh, auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet. Moment, da muss ich noch... Oh, was ist das? Was sind denn das für Wände? Ja, genau das. Alter, was ist das denn? Alter, du Scheiße. Das sieht halt... Da ist einfach keine Tapete dran, oder? Die haben die Tapete abgerissen und gar nichts dran gemacht. Ja. Einfach gar nichts dran. Degen. Ich sag Degen, wie es im Honigform immer so schön ist. Also hart degeneriert. Nee, das finde ich echt uncool. Aber zumindest die Bilder, die sie da haben, die schmiegen sich an den Wänden an. Ja, das sieht so aus, als hätten sie einen Ausschnitt von der Wand genommen und einfach gelb bemalt oder so. Ja. Das ist so schlecht. Oh Gott, das ist wahrscheinlich von einem anderen Zimmer die Wand abfotografiert. Oder so. Ach, ich habe keine Ahnung. Gut, genug gelästert. Ich Leute. Hey, aber die ist ja toll. Die ist Hammer. Da die Hella mich wieder super überrascht. Die hat immer so coole Sachen im Schrank. Hammer, wirklich. Darfst du dir manchmal was leihen? Ja, ich darf mir manchmal was leihen, aber die Gefahr kommt dann immer, dass das nicht zurückkommt. Deswegen muss ich immer ganz lieb bitte sagen. Ja, als sie Abitur machte, da wurde auch danach gefragt. Und ich habe, ach, diese Ballettendinger, die haben wir heute nicht da. Die hätten wir doch dann im KitKat-Club an. Das habe ich mitgehen lassen. Im KitKat-Club. Jetzt muss ich übrigens nochmal, ich habe ein bisschen nämlich recherchiert letztens, Adi, wir haben doch hier diese Serie geschaut, Fuck Berlin, ne? Leider, ja. Und da hat mich doch öfter von so einem sexpositiven Techno-Club berichtet. Das ist dieser scheiß KitKat-Club, den die gerade geredet haben. Also die waren auch auf so einer sexpositiven Techno-Party hier, die Hella und die anderen. Okay, also ich sag's jetzt, die Oma, die ist hart verstrahlt. Ja, das ist schon ein bisschen krass, also zu solchen Sexpartys zu gehen, ja, das finde ich schon krass. Ich habe jetzt die Oma gerade im Bild, siehst du die auch? Ja. Ist das synchron? Mich würde mal interessieren, wie alt die ist, ob die einfach eine sehr junge Oma ist oder, also ich finde, die sieht jetzt nicht super alt aus. 70, kann halt, keine Chance. Also. Nee, denke ich auch, die ist unter 70. Die sieht auch noch gut fit aus, finde ich eigentlich. Ich würde eher sagen, die sieht so aus wie 60 tatsächlich eher, Ende 50 so.
Also ich denke, die wird die Kinder früh gehabt haben. Wahrscheinlich. Dann hat es gut geklappt. Denn die hat ja schon so ausgeschaut, als das Make-up noch nicht in der, im Gesicht war. Ne? Deswegen. Also ja, gut gehalten kann man auf jeden Fall schon mal attestieren hier. Auf jeden Fall. Und, naja, Schminke und Kleidung macht natürlich auch viel aus. Logisch. Klar. Das wissen Frauen am besten. Ja. Doch dann im KitKat-Club an. Das habe ich mitgehen lassen, aber nur vorübergehend. Alles ist immer nur vorübergehend verlegt in meiner Obhut. Falls ihr es gerade nicht mitbekommen habt, Hella hat erzählt, dass die beiden zusammen im Fetischclub KitKat waren. Was da passiert ist, gleich. Wir ziehen uns jetzt einmal ganz kurz schon mal um und dann kann die Kamera mal schön hier rausgehen. Komm. Und achso, übrigens, wenn ihr mehr so Filme wollt, wo ihr so ein bisschen in das Leben von anderen Menschen eintaucht, dann abonniert am besten jetzt unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr keinen von unseren Filmen mehr. Unbedingt. Ja, machen wir unbedingt. Aber wir brauchen mal, Content. Das machen wir wirklich. Meine Reporter, ja, schnell mal eingeben, genau. Wir brauchen den fucking Content. Immer gerne, Leute. 392.000 Abonnenten haben die. Meine Güte. So wenig, ja? Ja, ich finde das viel. Ich finde das viel zu viel für den Kram. Eins ihrer Galionsfiguren ist. Ist es? Ja gut, aber Funk ist eh schon. Ja. Okay, weiter. Ich habe mich jetzt gar nicht auf nackt eingestellt. Das ist okay, aber das ist auch super. Sehr cool. So, jetzt gut, danke, dass du dich nicht darauf eingestellt hast. So, jetzt will ich aber wissen, warum zusammen mit Oma ins KitKat gehen. Wir wussten ja auch nicht, dass wir auf eine Swingerparty gehen. Also das war mir nicht bewusst. Ich weiß nicht, ob ich es so in dem Sinne auch gemacht hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte, aber jetzt würde ich es definitiv wieder machen. Ich kann mir das halt null vorstellen. Ich war sowieso interessiert daran, mal die Szene zu sehen und da irgendwie... Also, Entschuldigung, aber du hattest ja vorhin gesagt, dass du es ja cool finden würdest, im Alter noch so irgendwie so unterwegs zu sein. Ich muss es, glaube ich, revidieren. Ja, ich muss es, glaube ich, revidieren. Also auf so eine Fetischparty. Nee. Also... Mal so ein bisschen abzustampfen. Grad, ja, gut. Ich hader gerade so ein bisschen mit mir, wenn man nur mal gucken will. Weißt du, dann finde ich es vielleicht auch schon doch wieder fast cool. Also, ich bin extrem mit mir am Hadern, aber wenn man von sich aus sagt, oh geil, ich will mal auf so eine Fetischparty und da vielleicht sogar irgendwie mitmachen, nee, das finde ich nicht so cool. Aber das finde ich ja generell, also mit diesen Fetisch-Dingen, da haben wir ja letztens schon drüber geredet bei Fuck Berlin lange. Schaut euch das gerne an, das war großartige Unterhaltung. Gerade die dritte Folge, die wir gesehen haben, mit diesem, wie ist es, mit diesem polyamoren Paar. Das war so herrlich. Also schaut es euch unbedingt an, wenn ihr das verpasst habt. Die Frage ist ja, wo ist denn Opa? Das ist nämlich die Frage, wo ist Opa? Das wird hoffentlich geklärt, ja. Mal meine Augen zu haben und ehrlich gesagt, hat es mir auch ein bisschen Sicherheit gegeben, dann mit dir unterwegs zu sein, weil wir irgendwie, ja, wir kennen uns, wir gehören zueinander. Ich weiß, es ist jetzt nicht irgendwie ein Date von mir oder ein Typ, der auf mich steht und jetzt vielleicht doch mal irgendwie um die Ecke und was machen möchte. Also in dem Sinne fand ich es mit dem ganzen Publikum, die ja schon auch Bock hatten, was zu starten, sexuell, sicher. Also sicherlich eher ein Pluspunkt als ein Minuspunkt. In dem ersten Raum, da lachte einer und dann wollen der Mediziner spielt. Wollen Sie nicht mal dem helfen? Aber ich hatte zu solchen Sachen keinen Bock. Okay. Also, und dann hast du eine gute Ausrede und hast gesagt, Kira, komm mit. Ja. War vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt. Aber gäbe es für euch beim Feiern irgendwelche Grenzen, die ihr jetzt ungern überschreiten wollen würdet? Ich würde mich jetzt nicht stören, wenn ich sehe, dass die Hella irgendwie jemanden knutscht. Mhm. Ich glaube, dich würde das auch nicht stören. Nee. Ich glaube, du hast mich auch schon mal knutschen sehen, aber ja, deswegen. Also ich glaube, wir würden beide Personen... Aber wenn ich dann sehen würde, dass meine Oma gepimpert wird. Ganz ehrlich, ich will auch nicht, dass meine Oma mich knutschen sieht. Also zumindest ja. In der Disco mit einem halbwegs wild Fremden. Na gut, da habe ich jetzt viel reinterpretiert, muss ich sagen. Vielleicht war es ihr fester Freund oder so. Mit dem die geknutscht hat, ja. Nicht weitergehen. Lustig wäre es noch, wenn die Mutter noch irgendwie am Start wäre. Ja, unbedingt 3 Generationen. Abend, ja bitte. Aber wir würden beide persönlich nicht weitergehen, deswegen habe ich jetzt auch nicht so. Nee, das würde ich jetzt auch nicht machen. Also wenn ihr zusammen loszieht, dann geht ihr auch zusammen wieder sozusagen nach Hause und nehmt jetzt nicht irgendwelche Leute mit oder so. Nee, das auf keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Aber, ja, ich weiß ja nicht, ich wollte einfach mal fragen. Aber es ist schon meistens so, dass der eine den anderen nach Hause bringt. Ja. Ja. Je mehr die beiden erzählen, desto gespannter werde ich auf den Abend. Ich glaube, da ist heute alles drin. Oh, dieser Typ sieht schon so nach Berlin aus. Der sieht so androgyn aus. Und die Fingernägel. Die Fingernägel, wir machen nochmal ganz kurz Pause. Je mehr die beiden erzählen, desto gespannter werde ich auf den Abend. Alter, und dieser... Ich glaube, da ist heute... Hey, jetzt war ich schon noch bei... Der hat einfach einen fucking blondierten Oberlippenbart gehabt. Das ist der doch hier, oder? Der hat hier so Nee, das ist jetzt jemand anders. Also, wir sind, glaube ich, nicht gerade synchron, aber... Ja. Egal, okay. Alles drin.
Bevor wir losziehen, gibt es noch was zu essen mit Kiras Freunden in der WG. Ich habe das Gefühl, Hella ist so ganz selbstverständlich hier mit dabei und quasi in eurem Freundeskreis mit drin. Es gibt ja Menschen, bei denen man das Gefühl hat, man kann ja, sich... Ja, ja, da hinten, ja, der hat so die Haare so ein bisschen blond gefärbt gehabt, ein Teil, und auch im Bart. Ah, der und Tattoos auch so hat er aus. Natürlich auch wieder, also... Ja, ja, ja. Es ist halt wirklich eine Checkbox, die du immer jedes Mal abhaken kannst. Auf jeden. Man kann sich jetzt vielleicht nicht ganz so frei äußern oder bewegen, weil man das Gefühl hat, man tritt vielleicht jemandem auf den Schlips oder sowas, aber das ist mit Hella überhaupt nicht der Fall. Mhm. Allein, dass man diese Situation sucht oder den Kontakt sucht, den Austausch sucht, ist ja nicht selbstverständlich, aber eben super schön. Ich denke einfach generell, ist es ja auch schön, wenn sich die Generationen so ein bisschen die Welten offenbaren und die Dinge, die zeitlos sind, einfach gegenseitig weiterführen. Mhm. Ich bin ja immer mit Studenten beschäftigt, ja? Mhm. Und ich bin es gewohnt, mit Jüngern zu arbeiten. Außerdem macht es mir sehr viel Spaß. Was sagt eigentlich der Rest von deiner Familie dazu, dass du mit Hella so oft Party machen gehst oder generell so viel Zeit verbringst? Nein, ich muss mal jetzt wieder meckern. Hört ihr mal bitte mal den Ton an, bitte, wenn die Frau spricht. Mhm. Kam das nur bei mir falsch an? Moment mal bitte. Dich weiterführen? Ich bin ja immer mit Studenten beschäftigt, ja. Mhm. Und ich bin es gewohnt. Das rauscht doch wie Scheiße. Hörst du das? Guck mal, hör mal bitte auf den Ton. Könnte ich es nicht so stören? Ich bin mit Studenten beschäftigt, ja. Mhm. Und ich bin es gewohnt, mit Jüngern zu arbeiten. Außerdem macht es mir sehr viel Spaß. Das rauscht ja, wie stimmt, Scheiße. Ich dachte, das ist wieder mein Laptop, aber... Nein, wir zahlen 18,36 €, damit der Ton hier in dieser Assi-Doku Scheiße ist. Also, nichts kriegen die geschissen, nichts. Und das ist auch wieder so ein typisches Ding. Die werden hier sonst wie bezahlt, damit die letztlich so ein bisschen ihr WG-Leben filmen und so ihnen auf Spaß machen. Also, jetzt muss ich mal wieder hier reinmitteln. Ja, das wäre also so mein Kritikpunkt tatsächlich gewesen. Ja, klar, es ist für uns spaßiger Content, aber es ist eigentlich unfassbar, dass wir das mit unseren Geldern finanzieren. Ich will keinen spaßigen Content auf Funk sehen, wie irgendeine Oma feiert. Das ist nicht gesellschaftlich relevant. Dafür muss ich kein Geld zahlen. Also, das können Sie gern bei RTL bringen. Das ist ein RTL-Thema, finde ich. Da schaut vielleicht einer gerne rein und bringt gute Quote, aber dass wir das von Gebührengeldern finanzieren und austeilen, ich find's absurd. Wie ist denn das jetzt, als die junge Frau hier geredet hat? Hat's da gerauscht? Hab nicht drauf geachtet? Nee, nämlich nicht. Also davor hat's nicht gerauscht. Die haben also einfach nur bei der alten verkackt da. Na, super. Ja, da war irgendwie, vielleicht haben sie mit einer zweiten Kamera noch gefilmt oder so. Auf jeden Fall haben sie verkackt. Eure Gebühren bei der Arbeit. So. Profis, ja. Was sagt eigentlich der Rest von deiner Familie dazu, dass du mit Hella so oft Party machen gehst oder generell so viel Zeit verbringst? Ich weiß gar nicht, was meine Mama dazu sagt. Ich glaube, die ist einfach happy, nicht dabei zu sein. Mal lacht sie, mal rollt sie die Augen, mal ist sie froh, dass sie nicht dabei ist, mal denkt sie, oh Mann, wäre ich doch gerne dabei. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können Hella und ich sehr gut mit durcheinander und da ist sie ganz happy, wenn sie nicht Teil dessen ist. Aha, also okay, die Mutter mag es so semi, sagen wir mal, ne? Aber weder Vater noch Großvater wurden erwähnt. Interessant. Ich bin gerade so überlegen, so, ich glaube aber schon, dass das irgendwo realistisch ist. Also ich glaube, mit Großeltern kann man eher noch so ein freundschaftliches Verhältnis haben, wo so ein bisschen dieses Thema Verwandtschaft im Hintergrund steht. Bin ich zumindest der Meinung. Also, würde ich unterschreiben. Ja, ich denke da an meinen Opa und da habe ich nicht die ganze Zeit gedacht, also klar, das war mein Opa und ich habe den auch so genannt und alles, aber ich habe auch einfach gern mit dem gesprochen, weißt du? Und es war schon irgendwie anders, wie jetzt, wenn ich jetzt mit meinem Vater und Mutter spreche, einfach, weil die mich großgezogen haben, weißt du? Opa habe ich halt immer nur so besucht. Also der war halt nicht die ganze Zeit da beim Großwerden. Ja, es ist definitiv eine ganz andere Ebene. Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen macht das wahrscheinlich hier irgendwo Sinn mit dem Weggehen. Oder geht das eher noch? Ist jetzt hier gerade ein gewisses Sinnbild gewesen, aber. Ja. Was für ein Sinnbild, was meinst du? Dass sie so ganz kurz alleine da toastet. Ja. Ach so. Ja. Ah, echt? Okay. Wir geben uns das nochmal. Auf die Patina. Aber ich glaube, das war jetzt einfach nur stehen, den Freeze-Frame. Ja. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass wir es einfach reinschaffen werden ins Berghain. Deswegen werden wir die Kamera jetzt auch ins Hotelzimmer bringen, weil das Berghain ist natürlich ein Safe Space und das soll es auch bleiben. Wir werden euch trotzdem auf dem Laufenden halten. Safe Space ist ein Safe Space. Aber gut, logisch. Ich meine, die Veranstalter, die Betreiber von dem Club wollen nicht, dass da einfach so gefilmt wird. Das ist schon klar. Aber wenn da CD klappt oder nicht? Na, ich glaube nicht. Ich glaube das selbst dann auch nicht. Also... Die zahlen auch ungern GEZ, meinst du? Ja, also ganz ehrlich, so Clubbetreiber und so, die sind ja oft so, naja, wie soll ich sagen, das ist ja schon so ein bisschen, hat ein bisschen was Zwielichtiges, so ein Club.
zu betreiben, ne? Weil du bist halt irgendwo im Nachtleben unterwegs, hast den ganzen Tag mit Besoffenen zu tun, musst Türsteher anstellen, also du hast auch viel Kontakt mit, ich sag mal, mit Stress. Und ich bin der Meinung, also ich würde eine Wette halten, dass Clubbetreiber tendenziell eher, wie soll ich sagen, nicht auf der Seite der Regierung stehen, also kritischer sind, regierungskritischer, wisst ihr, dass das eher so Freigeister sind. Und die jetzt nicht unbedingt ein Kamerateam am Start haben wollen. Ja, ja. Da gibt's den, ja, ja, ja. Wir werden euch trotzdem auf dem Laufenden halten, ob es geklappt hat oder nicht. Ich will noch mehr von Kiras und Hellas Beziehung mitbekommen, denn bei den beiden dreht sich natürlich nicht alles ums Feiern. Hella ist Künstlerin. Ihre Werke kann man sogar im Reichstagsgebäude angucken. Kira ist Physiotherapeutin und studiert. Aber sie hilft ihrer Oma, Ausstellungen zu organisieren und Auftritte vorzubereiten. Heute wird sie bei einer von Hellas berühmten Pink Government Performances mitmachen. Und noch einmal den Text durchgehen, Batterie. Oh, den Text, den gehe ich durch im Auto. Wenn du fährst. Okay. Boah, sind das die Bilder, die Oma hier gemalt hat, die Oma Hella? Also ja, schrecklich. Die hatte doch die zwei gelben Bilder da in der WG-Wohnung dann hängen. Ne? Stimmt, da hat die auch gemalt, die Bilder. Ah, also ganz grausam, die Kunst, muss ich wirklich sagen. Also nichts sagen. Ja. Ja, so einfach Kleckse an der Wand. Also da habe ich gar keinen Bock drauf auf sowas. Oh Gott, naja, ich bin da ein bisschen desillusioniert von dem Kunstthema. Ich nenne jetzt keine Namen, aber wir waren ja letztens künstlerisch unterwegs und da wurde mir erzählt, dass irgend so ein Bild, das sah ganz schrecklich aus, was wir da gesehen haben, dass das 4.000 Euro kostet. Also ach Gott, ich erinnere mich. Ja, du weißt, wen ich meine und wir nennen jetzt keinen Namen, aber oh, das war wild. Also ich bin desillusioniert von dem ganzen Kunstkram. Du kannst halt mit scheiße Geld verdienen dort. Ja, du brauchst halt einen Gönner, der sagt, boah, das ist es und dann kriegst du eine Million. Ja. Und dann bist du auf einmal der Star. Ja. Es ist wahrscheinlich, ich glaube auch immer, dieses Kunstthema, es ist einfach gut für Geldwäsche, genauso NFTs. Bis es halt einfach einer sagt, naja klar, ich habe jetzt schmutziges Geld und das lege ich irgendwo an und dann ist es sauber und dann verkaufe ich das Bild wieder weiter und dann, ja, hast du ja nicht gesehen. Aber also gerade in Berlin ist ja die Kunstszene sehr, sehr hart umkämpft. Also das, was sie da macht, hat schon tausendmal stattgefunden. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist im Reichstagsgebäude, wurde gesagt. Das muss man sich mal vorstellen. Sowas hängen wir uns ins Reichstagsgebäude. Mhm. Also, es ist mal wieder eine Clownswelt. Also Bakterien-Großaufnahme könnte das Bild heißen. Ja. Und, ja. Hm. Zweige auf Wald oder so. Also, Text, den gehe ich durch im Auto. Wenn du fährst. Okay, ich habe den auf. Okay, das haben wir. Dann haben wir das alles. Heute ist Kira erst zum zweiten Mal richtig Teil der Performance. Davor hat sie Hella eher assistiert. Und trotz Hellas kreativem Chaos ist das für Kira total wichtig. Dadurch, dass ich immer so ein bisschen gefestigter bin, ich bin ja Physiotherapeutin und studiere und irgendwie, ich mag die Kunst. Hella ist ja Künstlerin und mein Opa ist auch Künstler. Und beide sind immer mal wieder so, ach Kira, so, warum ist denn keiner in die Kunst gegangen? Ihr habt so, also zum Glück nicht zu mir, sondern zu meiner Mutter dann. Ich habe so viele Kinder, keiner geht in die Kunst, warum nicht? Und irgendwie nagt es ein bisschen an mir. Hat es dich denn in dem Sinne gefreut, dass sie dann so ein bisschen mit in die Kunst durch dich mit einsteigt? Ja, natürlich freut es mich. Sie war ja auch, sie wollte doch ganz am Anfang in die Kunst, als sie das Abitur hatte. Ja. Und da habe ich sie in die Bühne gebracht, zum Renaissance-Theater, da hat sie Praktikum gemacht. Und dann hat sie irgendwie wieder was geändert. Mein Eindruck, Hella kann das alles noch machen, eben weil Kira sie so unterstützt dabei. Ich glaube, das ist einer von beiden Knöpfen. Der linke Knopf. And some Salut and... Salut als Gruß. Man kann es auch Greetings oder... Salut and... Kisses. Ah, ich muss jetzt hier nochmal kritisieren. Wir sind ja fast am Ende der Doku und so richtig ums Feiern ging es ja noch nicht. Also das ist so fucking beliebig von unseren Geldern. Die waren immer noch nicht im Bergheim, was da los, ne? Ja, also genau, die haben gesagt, naja, die gehen ins Bergheim und da können wir eine filmen und ich will die dann befragen. Jetzt geht es auf immer so um diesen Kunstkram, was mich nur so demi interessiert. Das ist ja toll, dass die künstlerisch bewandert ist. Jetzt geht's der Werbeveranstaltungspart der ganzen Sache. Ne? Wahrscheinlich, weil es ist so ein Rumgeschacher bei diesen ganzen Funkleuten, also wie jeder sich gegenseitig irgendwie Geld in die Tasche steckt. So, jetzt kann man kann Physiotherapie studieren? Nee, die macht das unstudiert. Nee, die macht das unstudiert. Also, die studiert nicht Physiotherapie, die ist Physiotherapeutin, glaube ich, oder macht eine Ausbildung und studiert noch nebenbei. Okay. So habe ich es safe verstanden. Okay, weiter. Gut. Jetzt gehen wir hoffentlich wieder ins Nachtleben. Ich will auch nochmal hingehen wahrscheinlich. So ganz klar ist mir ehrlich gesagt noch nicht, was die beiden da gleich machen werden. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es Kira klar ist. Hella passt hier auf jeden Fall ziemlich gut hin. I present the president.
Alter. Das sind so richtig Berlin-NPCs, oder? Also. Ja, also das ist so kurz vor der Endzeit. Kurz vor dem Tag des jüngsten Gerichtes. Oh Gott, ey. Oh je. Das wird eine schöne Performance. Government. Vera Santa Rosa and Mira Santa Rosa. Hey. Grandmother, granddaughter, governmental leader of the highest order. Thank you for the invitation, Mario. Entrau and is our resident. We is our headquarter, the name. Also es ist häufig so, dass wir so anfangen und es dann doch irgendwie erstmal so ein bisschen stolpernd ist, dann legen wir einen Sprint hin und dann laufen wir doch nochmal ein bisschen aus. Hier ist Hella in ihrem Element. Es ist sehr divers auf jeden Fall, ne? Das sind, ja. Ich sehe hier nur Weißbrote die ganze Zeit. Das ist jetzt eine Kunstaktion, oder? Ja, ja, definitiv. Also Kunst und Aktivismus und irgendwas. Aber interessant, das habe ich jetzt gerade so übergangen. Du hast natürlich recht. Ich finde, das ist auch so ein Ding. Also in vielen so diesen hart linken Milieus, wo man auch sagen würde, bei Kunst empfinde ich zumindest auch so, sind dann am Ende doch eher weiß unterwegs. Also so die ursprünglich Bio-Deutschen. Ne? Das ist halt so dieses typische Grünen-Klientel dann, die an sich jetzt links unterwegs sind, aber das vor Ort bei sich gar nicht merken. Und deswegen die Probleme auch viel nicht sehen. Ich finde, man hat das ja vorhin auch schon in der WG da gesehen. Das waren auch nur alles nur so Malte Turmes. Auf jeden Fall. Ja. Und die werden safe alle grün, links irgendwas wählen. Ja, selbstverständlich. Ja. Das Bergheim ist eher so Kiras Gebiet. Die große Frage, schaffen wir es da jetzt rein? Ja. Was soll man sagen? Hat nicht geklappt, ne? Wir sind nicht reingekommen. Heute nicht? Heute nicht, machen wir wieder nächstes Mal. Ja, aber seid ihr jetzt enttäuscht oder ist okay? Ich bin nicht enttäuscht. Ihr hattet eine Aufgabe in eurer scheiß Doku, dass ihr mir mal die Oma beim Feiern sehen. Nichts ist passiert, nichts ist passiert. Es ist einfach schwach. Also Reporter, schwaches Funkformat. Vielleicht kommt ja jetzt noch die harte Kinky-Party. Ja. Jetzt habe ich schon Play gemacht. Ja, jetzt kommt vielleicht noch die Kinky-Party. Aber ich glaube nicht. 3, 2, 1 hier. Nicht in der letzten Minute. Jetzt kommt immer so ein Gelaber am Ende, so ein Wohlfühlgelaber. Ja, man ist ja so jung, wie man sich fühlt. Halte ich nicht mehr. Ach Gott, ja. Okay, weiter. Ich bin nicht enttäuscht. Es ist super krass. Ich bin mir selbst genug. Yes, I know. Es ist ein bisschen schade, dass wir es nicht gepackt haben. Aber für Hella und Kira gibt es immer einen Grund zu tanzen, ganz egal wo. Ja gut, jetzt gibt es wenigstens mal noch eine Partyszene. Finde ich okay. Auch wenn es mit den Bäckern jetzt nicht geklappt hat, ich fand es total toll zu sehen, was für eine krasse Connection Kira und Hella haben. Also da ist Hella, die halt einfach alles mitmacht und immer mittendrin dabei ist. Und dann ist da halt auch Kira, die Hella halt auch überall mitnimmt und sich halt aber gleichzeitig einfach auch noch richtig um sie kümmert. Wie sieht es denn bei euch aus? Könntet ihr euch vorstellen, mit euren Großeltern sowas durchzuziehen, wie Kira das macht? Oder findet ihr eher, alles hat irgendwie auch seine Grenzen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Das ist so eine typische Punk-Abmoderation. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen ein paar Klicks und für den Algorithmus. Ich fand das ja so super spannend, Ihre Perspektive zu erleben. Genau, wie ist denn das bei euch? Weil das interessiert mich total, wie das bei dem Kevin 13 aus Düsseldorf ist mit seiner Oma. Das lese ich natürlich jeden Beitrag. Ne? Ja, ich glaube, die hat selber gemerkt, dass da irgendwie nicht viel Fleisch dran war. Ne? Nee, gar nicht. Und nach wie vor, was halt am ärgerlichsten ist, gar nicht mal der Beitrag, sondern wirklich, dass wir dafür bezahlen. Traurig. Also, wie gesagt, mir tut die Oma irgendwo leid. Findest du? Also, wie gesagt, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde es eigentlich sogar ganz cool. Man müsste halt wissen, wie alt ist die Frau, ne? Ja, aber selbst wenn, ich finde es ganz cool, dass sie so ihre Sachen macht. Ich meine... Ich glaube, haben wir wirklich mal einen Dissens zur Abwechslung. Da haben wir wahrscheinlich wirklich einen Dissens. Ich meine, es wurde ja auch von dem Opa berichtet, also, und ich meine, sie hat Kinder und alles in die Welt gesetzt und eine Familie. Ich meine, da darfst du doch an ihrem Lebensabend noch Spaß haben. Also,
Das stimmt eigentlich, ne? So dieses, jetzt scheiße ich ein bisschen rein, ist doch alles egal, ich habe meinen Job getan, ja. Ja, und vor allem ist es ja auch so ein, ich meine, im Alter wird ja leider nun mal vieles schwerer, muss man leider so sagen. Aber ein was sich ältere Menschen gut rausnehmen können, finde ich, einfach auf viele Konventionen zu scheißen. Also das, was du ja gerade oft, was ältere Menschen manchmal für Sprüche ablassen, weil die halt, ich weiß nicht, die haben halt jetzt, müssen jetzt keine Angst mehr vor Job oder Gesichtsverlust oder irgendwas haben. Die metteln dann einfach los. Ja. Und wie bitte? Von daher, wenn man da jetzt auch mal feiern geht, ich finde das gar nicht so schlecht. Naja. Ich muss mal noch eine Nacht drüber schlafen über meine Einstellung. Ja, genau. Schreibt uns. Wie seht ihr das, Leute? Auf Funk, ja. Genau, wie seht ihr das? Schreibt uns in die Kommentare. Gut, ja. Man muss dazu sagen, bei uns wenigstens, ich meine, wir sind ja ein Mini-Funkformat, um Gottes Willen, wir sind ja ein Mini-Format, wir werden von niemandem bezahlt, nichts ist monetarisiert, wir wollen hier gar kein Geld, ihr müsst für die Scheiße von Funk bezahlen, dann wollt ihr trotzdem noch irgendeine Algorithmus-Hurerei am Ende betreiben. Ja, klickt mal uns an und hier auch nochmal machen und den da abonnieren und, Und im Moment ist es ja so, wir antworten tatsächlich drauf, also außer es ist halt, naja. Auf Kommentare? Ja, tatsächlich. Oh, verspreche jetzt nichts, wir tun nicht auf jeden Kommentar antworten. Also, doch, die Zeit nehme ich mir. Ernsthaft? Klar, und sei es mit so einem scheiß Herz. Ach so, gut, das schaffe ich noch. Herz wird vieles, ja. Es sei denn, ja, gut, manchmal gibt es Kommentare, da wird zu krass abgemeldet, das können wir nicht vertreten. Ne? Ja, aber wir löschen nichts, ne? Ja, das ist schon. Also wenn, dann löscht tatsächlich YouTube, ne? Das ist echt hart. Ja, genau, wenn, dann löschen die. Mhm. Na dann, wir freuen uns auf eure Meinung. Ja, tun wir. Haut in die Tasten und bis zum nächsten Mal.